Okay, Heizung zu Assassin's Creed. Also wir sind ja jetzt hier nochmal letztes Mal von Luki gut reingeritten worden. Jetzt geht es immer noch um den Met. Den müssen wir jetzt erstmal besorgen und ich sag's mal so, das ist eher so die Seite. Schauen wir mal. Ja, hier durch irgendwo. So, das heißt, wir müssen wieder in diese riesen Burg da oben rein. Ja, ganz rauf, nice. Nicht, dass wir da schon mal waren. Also what? Ist ja nicht so schlecht. Aber wir reiten hier einfach durch. Oh. Ich glaube, wir reiten hier nicht einfach durch. Oh, jetzt doch. Wir haben uns hier durchgebeamt. Also ich steig mal ab. Ist auch unauffälliger. Und jetzt ist die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Mal kurz auf die Map schauen. Also wir wollen einfach da irgendwo rauf, in diese große Festhalle wahrscheinlich. Einfach mal vorbeilaufen, dann macht er nichts, ne? Ja. Diese große Halle ist, meine ich, jetzt hier hinter, oder? War das nicht so? Ja, da kommt man rein, lass mal gucken. Oh, ah, okay, es geht um diese Person da. Digi. Boah, die sind so riesig, ne? Und der ist nochmal größer. Alter, was für ein Bär. Du erscheinst mir winzig, Fremdling. Ja, was für ein Bär. Klein von Gestalt, doch groß in Taten. Ich bin der, den sie Havi nennen. Der erhabene Asgards. Und ich bringe ein großes Geschenk. Dein Name ist mir bekannt. Doch was sollte der mächtige Sottung wollen, dass ein kleines Ding wie du anbieten kann? Den Kessel, der von Hymirs Söhnen gestohlen wurde. Mhm. Lass diese Gabe der Anfang vom Ende unserer Feindseligkeiten sein. Oh, da so ein kleines Ding. Und doch so viel tiefer, als es scheint. Mhm. Das Äußere kann täuschen, meinst du nicht? Ein wahres Wort, Havi. Unsere Völker mögen Feinde sein, doch du hast dir meine Gastfreundschaft verdient. Trell, ein Gast ist erschienen. Bereitet ein Festmahl vor. Ich hoffe auch, deine Tochter Gunlöd zu treffen. Man hört viel über ihre Zauberkünste. Sie wird mit ihrer Arbeit beschäftigt sein. Wie immer. Doch sei gewarnt. Sie scheut die Gesellschaft anderer. Ich könnte sie zum Fest holen, wenn du magst. Auf dem Weg könnten wir uns über Zauberei unterhalten. Das würde mir gefallen. Du findest sie in ihrer Grotte, den Pfad entlang im Steinkreis. Doch an Acht, in meiner Nähe bist du sicher. Doch in Utgard bist du auf dich allein gestellt. Ich werde nicht auffallen. Ja. Und Havi. Sei freundlich. Gunlöd ist anders als du oder ich. Okidoki. Dann müssen wir mal gucken. Gunlöd. Gunlöd ist wo zum Teufel jetzt? Knickknack. Die muss ja. Was für ein Steinkreis, ey. Ich weiß gar nicht, wo der Steinkreis sein soll. Ist vielleicht auch hier jetzt noch nicht eingetragen. Zum Steinkreis unten. Also, ich sag mal so, wir müssen hier irgendwie runter. Oder ist das Boss sehr groß? Echt, das ist Wahnsinn. Digi. Ah, er geht schon zum Party, zur Party Location. Man kann sein Schicksal nicht ändern. Was zählt ist. Steinkreis, okay. Überblicke das Land, Freunde. Ja, sí, claro, da unten irgendwo. Ach, das ist der Steinkreis, okay. Und da ist auch der Stein, den ich suche. Muss echt mal herausfinden, wo das Ding ist. Muss ja irgendwo in so einer Grotte sein oder so. Wie kommt das jetzt an? Steinkreis. Schauen wir mal. Hier ist der Steinkreis, aber kein Eingang zu ihrer Grotte. Noch so aha, ein Tor. In der Grotte. Okay. Das ist der Eingang. Dahinter, da drauf. Oder man muss wieder irgendwo von hier kommen, ne? Das haben wir ja schon mal irgendwie gehabt. Krabbelst du?
Komm, wir kommen mal von hier. Achso, okay, alles klar. Muss wieder hier durchgehen. Oh, nice. Das ist einfach cool. Okay. Haben wir hier denn schon mal drin? Oder ist das das Ding, was wir schon mal gefunden hatten, wo wir aber nie reinkamen? Ja, das ist das Ding. Okay, nice. Ja, der Controller hat eine Meise. Ich muss ihn noch besorgen. So, Hallöchen. Können wir sprechen? Gunlöd, was ist das für ein Ort? Vor langer Zeit erschufen wir hier mächtige Magie. Wir wollten alle Zukünfte sehen, doch jeder Weg führte zu Ragnarök. Vater kommt nicht mehr hierher. Er sieht keinen Nutzen darin. Doch ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Du kommst aus Asgard. Das stimmt. Ich habe Bilder aus der Zukunft gesehen und die Stimmen jener gehört, die nach uns kommen. Stimmen von dort drin? Ja, ich schicke ihnen Worte. Kleine Bündel voller Möglichkeiten für unbekannte Ohren in fernen Zeitaltern. Es gibt ein Festmahl zu meinen Ehren. Dein Vater schickt mich, dich zu holen. Nein, noch nicht. Horch! Ich will, dass du die Stimmen hörst. Mhm. Stimmen hören? Bist du da, Prophet? Kannst du mich hören? Also, sehr leise, Ding. Vielleicht ein andermal. Ein anderer Faden. Komm, wir dürfen Vater nicht warten lassen. Mhm. Jetzt auf einmal. Wer seid ihr? Okay, komm, dann lass uns gucken, dass wir zum Fest kommen. Kommst du mit? Das Messer schneidet tief. Und Himmelsperlen fallen dicht in diesen Landen. Es ist kalt hier. Oh, wow. Wieso überrascht dich das? Ich war nicht mehr draußen seit... Nun, ich weiß gar nicht, wie lange. Du gibst dich ganz deiner Arbeit hin. Nicht meine Arbeit. Wir reiten jetzt nicht darauf. Okay. Mein Volk schenkt dem bevorstehenden Unheil keine Beachtung. Jemand muss etwas tun. Wir suchen schon lange nach einer Lösung. Und der Druck macht meinem Verstand zu schaffen. Ich kann nicht mehr so klar denken wie einst. Ich hörte, eine Möglichkeit wurde bisher noch nicht überprüft. So ist es. Doch um das zu tun, müssten wir unseren Quell des Wissens entweihen, aus dem ganz Midgard trinkt. Niemand weiß, welche Veränderungen es in der Menschheit auslösen würde. Bestenfalls stiftet es Chaos und ich will dir nicht schaden. Selbst wenn es den Tod aller Jötnar bedeutete? Wir finden einen anderen Weg. Das müssen wir. Na, das hätten wir ja kürzer gehabt, oder? Das ist doch hier jetzt schon die Halle, oder müssen wir noch ein höher? Ja, wir müssen ganz nach oben, Diese Lande sind wirklich schön. Ich hatte es fast vergessen. Ja, vielleicht sollten wir sonst immer nicht so viel rumstromern, sondern immer schön die Quests machen. Dann lernt man die Gefilde auch kennen hier, aber... Jetzt sind wir schon da, ne? Ich meine, das hier ist die Halle, oder? Auch noch nicht. Doch. So eine große Tür. Bewahren wir unsere größten Entdeckungen auf. Ja, dann zeig doch mal. In den falschen Händen könnten sie großen Schaden anrichten. Da würde ich aber gerne mal rein. Selbst Steinmauern werden uns nicht schützen, wenn Ragnarök kommt. Alles, was wir erbaut haben, wird hinweggefegt. Ganz oben die Party-Location. Ist das jetzt hier die Halle, oder? Ja, weil drin waren wir so ja schon. So lange wirkten wir Seder in diesem Turm. Die Verzauberungen haben sich so tief in seinen Mauern festgesetzt. Hast du was mit dem Rücken? Wind und Schnee haben an diesem Turm genagt. Wir werden ihn bald einreißen. Oh, das sind aber viele. Lauf doch mal gerade. Ja.
Kiste. Und der ist wirklich groß, ey. Der passt gerade mal so der Thron zu ihm. Das ist ein echter Bär, ey. Digi, wir sind da. Harvey, dein Festmahl ist bereit. Ich hoffe, es erfreut dich. Du bist wahrhaft großzügig und gastfreundlich, großer Sutum. Niemand könnte das bestreiten. Und siehe, dein Geschenk steht stolz an seinem Platz. Bis zum Rand mit frischem Met gefüllt. Genug für 100 Jötner und mehr. Welch unerwartete Ehre. Du hast ihn bereits mit Met aus deinem Gewölbe gefüllt? Unnötig. Der Kessel hat sich selbst gefüllt. Dies ist seine Magie. Beeindruckend. Doch was, wenn der Met ausgetrunken ist? Habt ihr gehört? Harvey fürchtet, uns leer zu trinken. Mein Kessel ist groß, doch mein Gewölbe noch größer. Sorge dich nicht um meine Metvorräte. Ich habe mehr als genug. Vater, du weißt, dass mir Festlichkeiten nicht liegen. Muss ich zugegen sein? Natürlich. Ich habe zu arbeiten. Die Arbeit kann warten, genau. Tochter. Genau. Gönn dir einen Moment der Freude. Vater, wir haben sehr wenig Zeit. Amüsier dich. Ich bestehe darauf. Harvey, die Gäste fühlen sich unwohl. Sie trauen den Asen nicht und du bist ihnen unbekannt. Wirst du zu ihnen sprechen? Nun wird unser Ehrengast das Wort ergreifen. Der Herr der Äsir kam in Frieden und brachte uns ein großes Geschenk. Höret! Hi, Leute! Ich bin Harvey. Mit flinker Zunge und wachem Geist spinne ich euch eine Geschichte. Mit Geschichten gewinnst du sie nicht. Sie schätzen Taten, keine Reden. Große Jötner, ich stehe hier in Bewunderung eurer Kraft und Herrlichkeit. Sie verachten Schwäche. Zeig etwas Rückgrat. Ich könnte noch lange reden, doch wer will Worte hören, wenn Met und Fleisch bereitstehen? Du kennst deine Zuhörerschaft gut. Nun lasst uns reichlich trinken und herzhaft zugreifen. Das ist jetzt kein Geheimnis, das kann man überall bringen. Möge das Festmahl beginnen. Ich muss diesen Kessel leeren. Dann wird Suttung sein Gewölbe öffnen. Okay. Das richtige Essen wird sie durstig machen. Ich muss zur Küche. Du trinkst ja gar nicht, Gunlöd. Ich mag Alkohol nicht. Er ist der Reiher, der unsere Erinnerungen stiehlt. Manche sagen, er befreit uns von Sorgen. Diese Leute nennen wir Trunkenbolde. Ja, das stimmt. Ich sehe, deine Scherze sind so scharf wie dein Verstand. Scherze? Das war einfach nur die Wahrheit. Lass uns ein Spiel wagen. Gib mir einige Rätsel auf. Ich will sehen, ob ich sie lösen kann. Ich mag gute Rätsel. Woher wusstest du das? Alle großen Geister mögen Rätsel. Man schöpft Ordnung aus Unordnung, Sinn aus Unsinn. Damit hast du mich überzeugt. Wohlan, ich spiele. Gib mir für den Anfang ein einfaches. Wenn ich nur hätte, was ich gestern hatte. Finde heraus, was das war.
Es lähmt den Verstand, lässt stocken die Zunge und regt doch zum Reden an. Das ist natürlich Ale. Ein Kind hätte das lösen können. Hättest du gerne noch eines? Klar. Gut, ich bin bereit. Wer ist der Hallende, der den harten Pfad beschreitet, den er gestern schon ging? Nicht mild küsst er mit der Münder zwei und geht auf nichts als Gold. Geht auf nichts als Gold. Wie war das? Ich glaube, ich muss das noch einmal hören. Wer ist der Hallende, der den harten Pfad beschreitet, den er gestern schon ging? Nicht mild küsst er mit der Münder zwei und geht auf nichts als Gold. Ein Fluss hat eine Mündung und führt manchmal Gold mit sich. Ein guter Versuch, doch der Kuss eines Flusses ist sanft. Es ist ein Hammer. Noch eines. Okay, ja, ja. Bei diesem habe ich ein gutes Gefühl. Mach dich bereit. Das ist das bisher Schwerste. Weißhaarige Frauen mit Mägden je zwei errichten den Bottich zum Haus. Nicht von Fingern gekrümmt, noch vom Hammer beschlagen. Dort vor den Inseln ganz eifrig, wer es erschuf. Boah, was bitte? Schnee auf Bäumen. Einmal noch. Weißhaarige Frauen mit Mägden je zwei errichten den Bottich zum Haus. Nicht von Fingern gekrümmt, noch vom Hammer beschlagen. Dort vor den Inseln ganz eifrig, wer es erschuf. Boah, dann würde ich ja mal sagen... Flipp. Das können nur ein Schwanennest und Eier sein. Sehr klug, Harvey. Das stimmt. Nun, da das Spiel vorbei ist, habe ich deine Laune etwas gehoben? Ich fühle mich etwas besser. Sehr freundlich, dass du mir Gesellschaft leistest, Harvey. Die meisten haben es aufgegeben. Das richtige Essen wird sie durstig machen. So, ich muss zur Küche. Ein bisschen Salz rein in die Küche. Oder ist in die Küche? Er ist doch hier am Basteln, oder? Sprechen, ne? Gibt es lieblichere Musik als das Klirren von Trinkhörnern? Das ist Küche da drüben, oder? Sicher stoßen sie auf mein Können an, wenn ich siege. So, bist du die Küche? Ja, die trinken wir nicht. Sie rufen nach Herausforderern für ihre besten Krieger. Ein Kampf würde sicher dafür sorgen, dass sich ihre Kelche leeren. Trell, Menschen in Gefangenschaft, zum Dienen geboren. Ein erbärmliches Los. Keine Gäste in der Küche! Raus! Okay. Das ist also die Küche. Wie kommt man da hin? Ich sehe Musikanten, aber ich höre keine Musik. Triste Geister nippen nur an ihren Trinkhörnern. Spielt uns eine Weise, um die Stimmung zu heben. Gern, doch meine Harfe wurde gestohlen. Ohne sie können wir nicht spielen. Wer würde das Werkzeug der Stimmungsmacher stehlen? Vorhin spielten Kinder in unserer Nähe, die den Schalk im Nacken hatten. Ich hole deine Harfe zurück und dann werdet ihr spielen. Was kann ich tun, damit sie schneller trinken? Die Kinder, wo waren die denn? Die waren da hinten, die Kinder, oder? Die waren noch da drüben. Kinder? Was ist das Zweitschlimmste? So, wir quatschen ihn mal an hier. Aegir, mächtiger Freund der Aesir. Tut es dir nicht leid, deinen Kessel zu verlieren? Er war nie rechtmäßig mein. Thor gewann ihn von Hymir für ein Festmahl in meiner Halle. Ich behielt ihn nur in seinem Namen. Und nach dieser blutigen Angelegenheit mit Hymirs Söhnen. Nun, da möchte ich ihn lieber los sein. Ich will keinen Zwist unter meinem Dach. Das Ende der Zwistigkeiten. Darauf trinke ich. Und ich trinke auf alles. Komm, versuch es! Ja, dann trink halt mal ein bisschen so. Wo ist denn, wo sind denn die Kinder? Komm, versuch es! Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Wunderchen.
Ups. Oh, was ist mit mir hier los? Da unten irgendwo. Sei gegrüßt, Harvey. Wirst du dich im Bogenschießen messen? Du musst 3 Ziele innerhalb weniger Herzschläge treffen. Ich schieße einer Wespe die Flügel ab. Mhm. Ah, aber schaffst du das auch benebelt von Met? Vor jedem Versuch musst du einen trinken. Ich nehme unter einer Bedingung an. Für jeden meiner Schlucke nimmst du 2. Ha, diese Bedingung ist ganz nach meinem Geschmack. Bist du bereit? Klar. Zeig mir die Ziele. Dann trink und lass die Pfeile fliegen. Okay, wo denn? Trinken. Ja, was sollen wir denn treffen? Hab ich nicht gecheckt. Achso, irgend so ein Ding hier, oder was? Du siehst etwas wackelig aus. Ah, so, okay. Mhm. Das heißt, was trinken? Trinken. Trinken. Du siehst etwas wackelig aus. Ja, mach mal Platz. Alter, das geht gar nicht so einfach. Oh. Ich trinke erstmal was. Komm. Trinken. Ich hoffe, du hast deine Blase besser im Griff als den Bogen. Guter Schuss. Trink erneut und wage noch einen. Komm schon. Schließ die Augen, dann hast du mehr Glück. Jetzt ziele gut. Der letzte ist der schwierigste. Oh, Trinken, komm. Mm. Ich hoffe, du hast deine Blase besser im Griff als den Bogen. Du schießt vortrefflich, Harvey. Wo andere durchs Trinken das Ziel nicht mehr finden, wird deine Hand sicherer. Noch eine Runde? Nicht für mich. In mir scheint sich ein Knäuel Aale zu winden. Und ihr scheint zu dritt zu sein. Ich sollte an die frische Luft. Der Met ist halb leer. Egeus Kessel kann also geleert werden. Ja, der kann geleert werden. So, wen haben wir hier? Ist das Loki? Leider nein. Mein Name ist Tök. Verzeih, ich dachte, du wärst jemand anderes. Zu viel Met in zu kurzer Zeit. Da hilft nur Schlafen. Ist das Loki? Er würde es doch nicht wagen. Na, ich weiß nicht. Die Gäste trinken zu langsam. Ja. Vielleicht kann ich die Sache beschleunigen. Bitte, aufräumen! Harvey, zeig uns deine Stärke. Besiege das Kampfwunder und wir lehren unsere Hörner, dir zu ehren. Bringt mir dieses Wunder und ich werde meine Knöchel an seinem Kinn wetzen. Sieh dort! Soll das ein Scherz sein? Ich kämpfe doch nicht gegen ein verdorrtes altes Weib. Nun, wenn du dich zu sehr vor ihr fürchtest, dann ist das so. Nun, wenn sie euer Kampfwunder ist, dann sei es so. Ich versuche, ihre morschen Knochen nicht zu brechen. Garantiere na, aber für nichts. Pass mal auf, ich würde mal aufpassen. Wer hat Lust an meine Schlägerei? Meine Lämmer schlagen fester zu als du. Wow, 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 wow. Du hast es? Okay. Du bist wahrlich mächtig. Du hast gegen das Alter gekämpft und gewonnen. Niemand hat das je zuvor geschafft. So trinkt denn auf mich, wie ihr es versprochen habt. Ihr alle, leert eure Hörner für Harvey. In der
So, das ist die Frage, für mich würde ja ganz gerne mal die, wie sagt man, die Kids finden, oder? Und da oben drin, okay, mal eben gucken. Wurde besiegt. Das Kampfwunder wurde besiegt. Geh mal rauf, oder? Das Kampfwunder wurde noch nie besiegt. Gib sie mir, ich will auch mal. Nimm die dreckigen Finger von meiner Harfe. Ah, die Kids, alles klar. Ich bin dran, ich bin dran. Diggi, du nicht auch noch. So geht das Diese nicht. Harfe gehört dir nicht, du kleine Diebin. Du solltest sie zurückgeben. Was willst du dagegen tun? Gegen mich kämpfen? Hast du keine wahre Herausforderung? Na gut. Wenn du die Harfe willst, spring in den Met. Aber kletter so hoch du kannst. Es soll ordentlich platschen. Seht zu und lernt. Du nicht auch noch. Mit deinen Wurstfingern machst du die Seiten kaputt. Es soll ordentlich platschen. Da oben können wir rauf. Wette, das wird nichts. Oder da. Was meinst du, wie viele Knochen brechen? 50 bestimmt. Vielleicht 100. Die werden sofort angreifen. Wer denn? So, das hat sehr geplatscht und jetzt bin ich auch prall. So, und nun gib die Harfe zurück. Wir brauchen Musik. Bei Ymirs haarigen Eiern, das war unglaublich. Du bist sicher halb Rabe. Wer bringt dir solche Ausdrücke bei? Mutter, wieso? Ich wollte gerade sagen, deine Mutter. So, gib die Harfe zurück. So, das haben wir. So, jetzt müssen wir in die Küche rein. Ich bin schon so prall. Wie kriegen wir ihn denn da weg? Kriegt er die Harfe wieder? Kinder, bringt ihm die Harfe. Oh, es war eine kleine Harfe. Der Kessel ist leer. Ich sollte es Sutun sagen. Der ist leer. Oh, Sasutum. Deine Gäste dürsten nach Met. Doch der Kessel ist leer. Was? Als Wort? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Gott blöd. Vater? Öffne das Gewölbe. Die Trails sollen mehr Met für meine Gäste bringen. Brauchen wir wirklich mehr, Vater? Einige sind bereits bewusstlos. Tu wie geheißen, Tochter. Jeder trinke so viel er kann. Wie du wünschst. Ich werde das Gewölbe so, öffnen. So, das Gewölbe. Das ist die Tür hier neben seinem Thron, oder? Niemand wird sagen, dass Sutung weniger als großzügig ist. Niemand wird mehr reden können. So, es ist jetzt hier die Tür, die nie aufging. Hier war das. Ist das diese Tür hier? Okay. Das wäre fresh. Oder? Ich meine, hier war ich doch noch nicht drin. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Pfeile. Das ist nicht schlecht. Und dann gibt es hier Zeug. Also ich glaube, ich war hier noch nicht. Was haben wir hier? Prima. Na gut. So, und das Gewölbe führt wahrscheinlich dann auch irgendwie durch die Küche, oder? Das ist doch hier schon mal Speisekammer. Die sind hier schon heftig am Kochen. Und hier war ich schon mal, weil das ist das so Ding, wo ich nicht raufspringen konnte. Mhm. Den lecker Mittagessen klauen, da kann ich hinsetzen, genau. So. Also soweit so komisch, weil hier kommen wir wieder nicht raus, ne? So, also was hat mir das jetzt gebracht? Also kommen hier durch die Küche. Okay. Sind wir hier oben rausgekommen letztes Mal? Oder ich weiß es gar nicht mehr, wie wir hier reingekommen sind. Wahrscheinlich, ne? Hier durch. Welches Gewölbe hat sie denn geöffnet jetzt? Das ist natürlich die Frage.
ob das das Gewölbe von unten ist, wo man nicht durch kann. Gewölbe mit den Supersachen drin. Okay. Es ist. Oh, geil. Ah, okay. Gerafft. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Endlich ist das Gewölbe offen. Der Med erwartet mich darin. Oh, Nahrung voll. Auch nicht schlecht. Also das wird gefährlich, wenn man hier so viel futtern kann. Harvey? Ich hörte ein Geräusch und ich... was hast du hier zu suchen? Ich wollte mit dir sprechen, fernab von den anderen. Ich habe etwas für dich. Ein Geschenk. Für mich? Danke, aber warum? Schicksal, Gunlöd. Wir können ihm nicht entkommen. Und unser Schicksal war es, hier jetzt zusammen zu sein. Du und ich? Wieso? Das ergibt keinen Sinn. Die Nornier spinnen ihre Muster. Und wir können uns nur ergeben. Wir sind verbunden, verknüpft. Das ergibt sehr wohl einen Sinn. Deine Worte, dein Geschenk, deine Augen, wenn du mich anblickst. Du verwirrst mich, Harvey. It's a trick. Ich verstehe dich nicht. Hör zu und pass auf. Ich zeige dir, was du wissen musst. Durch die Kapuze. Junge, 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 Junge. Okay. Das muss wahre Liebe sein. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier mal weiterkommen, Leute. Komm. So, jetzt ein bisschen Mäh zocken. Aber die ist ja nicht blöd. So, Mäh. So, wenn Mutti da pennt, dann müssen wir hier... Oh, schnarcht die Bär. Na gut. Alter, was für ein Horn. Okay. Der Med. Können wir Aesir durch diesen Zauber dem Untergang entgehen? Look, look. So, sonst noch was Nices, was Für wir jetzt haben. Ich habe mir Antworten an der Quelle Mimias versprochen. Was ist das? Okay. It's a Riddle, oder? Es wird irgendwann mal irgendwas sein, wenn wir mal reinkommen. Türme. Okay. Da, wir rennen einfach raus, oder? Tipp, 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 tipp. Hier war so viel schöne Küche. Oh, nicht auf den. Dingern rumrennen. Oh, was haben wir hier noch? Hatte ich das gelesen? Witzig. So, hier raus, oder? Müssen wir wahrscheinlich... Mann, voll verlaufen, riesig. Eher so...
Und das da, da pennt die und hier geht's raus, oder? Mhm. So, Med haben wir jetzt. Jetzt müssen wir zu der Lady zurück, oder? Mal eben gucken. Ups. Harvey! Dort siehst du auf frischer Tat ertappt. Verrat! Betrug! Ich hieß dich als Ehrengast willkommen und so zahlst du es mir zurück. Loki. Ich sah dich auf dem Fest, Loki. Natürlich warst du verkleidet nach allem, was du getan hast. Jemand musste mein Volk vor dem Verrat in deinem Herzen warnen. Sottung zeigt der Asenbrut, wie die Jötner mit Dieben verfahren. Komm, begrüße dein Ende. Du wirst mich, Harvey. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Er lässt dich nicht sagen, Harvey. Während deiner Angst. Schon zu lang, um jemanden wie dich zu ertragen. Ich werde dich unter meinen Stiefeln zermalmen. Okay. Oh, du das heißt, das ist halt ein Sinn. Betrügen und blenden. Tschüssi. Sei dankbar, dass ich es war, der dein Met nahm und nicht Loki. Was ich tue, tue ich für die Sicherheit der Aesir und Vanir. Du wirst zahllose Schicksale ändern, Harvey, doch nicht dein eigenes. Das werden wir sehen. Diese heimtückische Schlange kümmere ich mich ein andermal. Ja. Hyrokin sagte, ich soll sie an Mimirs Quelle aufsuchen. Um diese heimtückische Schlange kümmere ich mich ein andermal. Ja, hast du schon gesagt. Okay, wie kommen wir hier raus? Wir können ja eigentlich mal... ja, dahin reiten. Und ich würde mal sagen, dann melde ich mich beim nächsten Mal. Okay, ich mache jetzt ein Päuschen. Bis dann, ey. Ciao.